Guten Tag bei einem Blick ins Labor. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man einen Signalgenerator Rode und Schwarz, den SMT03, abgleicht. Und zwar gibt es sehr viele interne Kalibrierungsroutinen, die keine externen Hilfsgeräte benötigen. Und einer der wichtigsten Parameter eigentlich ist ja die Frequenz. Die Frequenz sollte möglichst genau sein. Hier 10 MHz. Und es gibt eine interne Kalibrierungsmöglichkeit, um diese Frequenz abzugleichen. Dazu braucht man einen Frequenzzähler. Möglichst natürlich einen genauen. Ich habe hier einen Frequenzzähler, der 9 Stellen hat. Er ist von DJ9PK, dem Theo, der diesen Zähler konstruiert hat und konzipiert hat und auch hergestellt hat. Wichtig ist natürlich, dass man ein externes Frequenznormal hat, das genauer ist als dieser Oszillator des Signalgenerators. Ich habe hier ein GPS-kontrolliertes Synchronsignal. Das ist also eine Referenz, die vom GPS abgeleitet ist. Die Genauigkeit liegt im Bereich von 10 hoch minus 9, 10 hoch minus 10 praktisch, dass man hier erreichen kann. Und mit diesem Signal sind wir um Faktor sicher 10 oder 20 besser als der interne Oszillator des Signalgenerators. Was wir nun machen müssen, zeige ich Ihnen jetzt, wie man das kalibrieren kann. Wir haben hier ein schönes Menü mit verschiedenen Dingen und wir wählen Utilities. Select Utilities und hier gibt es wieder verschiedene Sachen. Was wir machen, wir gehen zum Referenz-Oszillator, wählen den an. Und jetzt haben wir hier ein paar Sachen. Genau. Wir haben die Quelle. Natürlich brauchen wir die interne Quelle. Wir wollen ja die interne Quelle abgleichen. Dann Adjustment State Off. Den muss man einschalten, logischerweise. Wir wollen ja das abgleichen, an. Und dann haben wir das Frequency Adjustment. Und dann haben wir da so lustige Zahlen. Hier steht jetzt 1468, weil ich bereits mal abgeglichen habe. Und mit dieser Einstellung, wählen wir an, können wir nun die Frequenz verändern. Das heißt, wir können den internen Quarz ziehen. Ich gehe jetzt mal wieder auf den Frequenzzähler zurück, damit man das schön sehen kann. Genau. Und ich verändere jetzt diese Zahl, die Sie vorhin gesehen haben. Ich gehe mal nach unten und dann sieht man, ich verändere die Ausgangsfrequenz des Signalgenerators, obwohl er immer noch 10 MHz anzeigt. Oder ich gehe jetzt ein bisschen höher noch wieder und dann bin ich höher als diese 10 MHz. Also es geht jetzt darum, hier eine Zahl zu finden, die übrigens extrem empfindlich ist. Also ich denke, das geht um Zehntel Hertz, die wir hier einstellen können. Ich versuche eine Zahl zu finden, die eben hier genau diese 10 MHz ergibt, damit wir dann synchron sind. Ich bin auf 1468, wahrscheinlich braucht es, ja, könnten wir noch eins nach unten gehen, 1467 vielleicht, jawohl. Also, wir zeigen hier 0, Hertz an, wir sollten da auch nicht zu pingelig sein. Also ich habe jetzt mal 1467 eingestellt, hier. Und diese Zahl speichert man nun ab mit Enter oder mit Select, geht beides. Und jetzt ist diese Zahl gültig, solange wir den Zähler nicht ausschalten. Wenn wir den Zähler ausschalten, geht diese Zahl verloren. Das heißt, wir müssen sie also abspeichern. Und zwar geht das folgendermaßen. Es gibt eine Möglichkeit, diese Zahl im Flash-Speicher abzulegen und die ist dann für lange Zeit ist die dann verfügbar. Zu diesem Zweck müssen wir hier im Menü, ich gehe zum Menü zurück, jawohl, im Menü gibt es eine Rubrik Protect, die wählen wir an und jetzt sehen wir, hier gibt es diverse Lock Levels. Ein bisschen zurück noch wieder, jawohl, hier gibt es verschiedene Lock Levels, Lock Level 1 und 2. Der 1 ist für die Kalibrierungsroutinen. VCO sind drei Routinen, die man mit dem Level 1
einstellen kann. Das ist extrem hilfreich. Lock Level 2 wäre eben für diesen Referenzoszillator. Wir gehen jetzt auf den Lock Level 2, wählen den an und müssen den natürlich abstellen. Hier, off, abgestellt, wählen. Und jetzt verlangt er ein Passwort. Dieses Passwort ist eigentlich nicht öffentlich zugänglich, aber wenn man das Manual durchliest, findet man dieses Passwort problemlos. Wenn man das Passwort eingegeben hat, ist dieser Protection Level aufgehoben, also die Protection ist aufgehoben. Wir gehen dann wieder zurück auf den Oszillator. Hier schauen, jawohl, 1467. Und jetzt müssen wir das ablegen. Das geht dann unter Kalibrieren, wählen. Und hier sehen wir dann wieder den Referenzoszillator. Wählen wir an. Und jetzt heißt das Kalibrierungsdata 1468 oder 1467. Also die Zahl, die Sie vorhin eingestellt haben, müssen Sie sich merken. Hier eintippen. Genau, 1468 zum Beispiel. Wählen oder Enter. Und jetzt Store Calibration Data. Also jetzt einfach diese Daten kalibrieren. Und jetzt werden die Kalibrierdaten abgelegt. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass das nicht der Fall ist. Wir müssen hier, nicht vergessen, diesen wieder auf Off zu stellen hier. So, sonst geht das nicht. Wieder zurück, kalibrieren. Das ist ganz gut, ist das passiert. So sieht man Calibration Data und jetzt wieder Select. Und jetzt Store Calibration Data und jetzt hat es gemacht. Das heißt jetzt, wenn ich das Gerät ausschalte, das mache ich jetzt, gehe auf den Frequenzzähler, schalte das Gerät wieder ein und sollte jetzt eigentlich nach einem kurzen Moment, ist ein bisschen höher. Was jetzt passiert? Zwei Sachen. Erstens, die Calibration Data werden abgerufen, die sind jetzt wieder da. Wir können jetzt auch wieder zurückgehen auf den Oszillator hier. Den Oszillator hier wählen, Select, und jetzt gehen wir zurück und dann sehen wir 1467 sauber abgelegt. Das gehen wir wieder zurück hier und im Prinzip sehen wir jetzt, dass hier auf dem Frequenzzähler eine Frequenz ist, die tiefer ist. Was passiert hier? Es passiert Folgendes. Es gibt eine Art Einschwingprozedur. Das dauert seine Zeit. Zuerst ist es ein bisschen zu hoch und dann erholt sich die Geschichte. Das pendelt sich also ein und nach einigen Minuten haben wir dann die Sollfrequenz. Im Moment sind wir dabei 0,3 Hertz zu tief, also 0,2. Jetzt sind wir sogar schon bald wieder auf diesen 10. Es geht 2-3 Minuten, bis sich der Oszillator eingependelt hat und dann sind wir auf diesen gewünschten 10 MHz. Jetzt sind wir schon bald dort. Und dann ist der interne Oszillator des Signalgenerators synchron mit dem präzisen GPSDO oder eigentlich was angezeigt wird oben, kommt auch unten heraus. Jetzt sind wir schon bei 10, hat sich eingependelt. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.